Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Legend of Ocarina of Time. Im letzten Part sind wir von Goron City oder Goronia bis hierher gelatscht, um Celia zu treffen, und wir gehen einfach mal hoch und sprechen sie an. Die müsste hier irgendwo hocken, und ja, da ist auch schon. Und da, diese Musik ist wirklich schön, Leute. Und wir laufen uns einfach ganz gechillt hin. Und das da oben ist ein Tempel. Er spielt eigentlich die Rassel. Die Ocarina ist ja klar. Aber da hinten ist noch so ein rasselartiges Geräusch. Lol, die hat Ocarina zweimal. Kein Wunder, dass sie so verschenkt hat. Boah. Ich habe auf dich gewartet, Link. Dies ist die heilige Lichtung. Mein Lieblingsort. Ich spüre etwas. Dieser Ort wird für uns beide von schicksalhafter Bedeutung sein. Das kann ich fühlen. Spielst du hier die Ocarina, kannst du zu den Geistern des Waldes sprechen. Machst du mir die Freude und spielst mit mir? Klar, warum nicht? Versuch die Melodie, die ich spiele, nachzuspielen. Bist du bereit? Na klar, ich bin immer bereit. Okay, das sollte keine große Herausforderung sein, also. Yeah! Ja, wie wunderschön! Du darfst dieses Lied nie vergessen. Versprich es mir. Sonst kriegst du aus dem Auge. Willst du meine Stimme hören? So spiele Celias Lied. Du kannst dich jederzeit mit mir unterhalten. Lol. Bist ja besser als Skype, ey. Musst nur ein Lied spielen und zack, kannst du dich ohne Mikrofon mit der alten unterhalten. Finde ich toll. Will ich auch können. Du hast Celias Lied erlernt. Raschel, 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 wir sind im Wald und das ist cool. Es sieht voll geil wegen dem Emulator aus, ich weiß, es ist so geil. Aber ganz ehrlich, es sieht wirklich geil aus durch den Emulator. Weil ich durch den Emulator sieht einfach die Grafik viel besser aus. Das sieht man vielleicht nicht an den YouTube-Videos. Aber ich versuche ja schon meine Parts, also ich rendere ja meine Parts generell immer so, dass ich auf 720p komme, also ich mache schon High Definition. Bei jedem Part, wirklich. Also, ne? Ich das jetzt denkt, hier der verarscht uns halt ziemlich deftig hier. Ja, mal ja nicht. Und wir müssen aus dem Wald weg. Das ist ja schon wieder. Hat Celia dir ihr Lied beigebracht? Das Lied scheint geheimnisvolle Kräfte zu haben. Ey, du hast doch echt null Hobbys, oder? Mir die ganze Zeit irgendwo hinterher zu stalken, ne? Und mir irgendwelche Predigten zu halten. Ich hörte, dass an anderen Orten ebenfalls die Möglichkeit besteht, Lieder zu lernen, zum Beispiel in Hyrule. Platzierst du die Ocarina auf C und wählst sie aus, werden Notenlinien erscheinen. Ich empfehle dir hier eines der Lieder zu spielen, die du erlernt hast. Du kannst natürlich auch ohne Notenlinien spielen. Auch das macht Spaß. Muss ich alles nochmal sagen? Nein, hau ab. Alle Lieder, die du lernst, werden dir im Statusmenü angezeigt. Lerne sie. Denn du wirst sie häufig brauchen. Meine Fresse. Der lässt einen nicht in Ruhe. Und dann sagt man, Navi ist nervig, ne? Klar, die wollen halt, dass wir das halt checken, sonst machen wir alles falsch. Ich glaube, da gab es eine Abkürzung. Aber da können wir noch nicht durch, weil wir noch keine Bomben haben. Wow, wenn ich jetzt echt immer wieder den richtigen Weg wähle, bin ich echt pro. Okay, ich bin's nicht. Ich will es auch nicht sein. Aber ich weiß, mich ganz schön zu behaupten in The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja. Ach ja, was ich noch ankündigen wollte. Ich habe vor, während meinem The Legend of Zelda LP, habe ich vor, noch Pokémon Smaragd zu Let's Playen. Der Pokémon Smaragd, der kennt nämlich auch ziemlich gut aus. Und das habe ich schon 3 Monate durchgespielt. Also da kenne ich mich schon gut aus.
Also, das wäre auch ziemlich cool. Weil das ist auch ein ziemlich cooles Pokémon-Spiel, wie ich finde. Es gibt drei Quasar, das Spiel an sich ist geil. Ich muss mal noch einen GBA-Emulator holen und das wird geil. Also ich hoffe mal, dass das klappt. Minish Camp, das ist auch der Minish Camp, habe ich vor auch irgendwann mal zu Let's Play, noch nicht. Also wieder zurück zum Pokémon LP. Also, ich habe mir das so gedacht, dass ich wöchentlich dreimal, also so ungefähr von Montag bis Mittwoch, lade ich The Legend of Zelda LPs hoch und dann von Donnerstag bis Sonntag oder so mache ich Pokémon Smaragd LPs. Also das wäre schon cool, wenn, also so habe ich mir das vorgenommen, das so zu machen. Ob das jetzt so immer so nach Zeitplan klappt, weiß ich noch nicht. Es wäre halt gut, weil Pokémon ist schon cool. Also Smaragd Edition ist schon geil. Und er kennt nämlich auch gut aus. Das ist schon geil. Ich weiß halt nur nicht, ob ich mich so genau an die Tage dann halten kann. Oh, Geld regnet von den Bäumen. Wäre halt schon cool. Ja. Ich hoffe mal, das klappt. Ich werde mir auf jeden Fall noch den Emulator für den Game Boy holen. Und dann werde ich auf jeden Fall Pokémon Let's Play. Ich hoffe einfach mal, dass das klappt. Sollte es eigentlich. Ja, und ich werde das auch auf jeden Fall so mit den Tagen so machen. Und das passt auch alles dann. Ja. Oh. Hab gerade ein bisschen Dreck gesteuert, weil ich was getrunken habe. Jo, also, wir müssen wieder zum Todesberg hoch und dem alten Knacker das Schlieb vorspielen. Ich muss mal meinen Stuhl ein bisschen näher ranrücken. Moment. So. Schon besser. Jetzt kriege ich noch einen krummen Rücken, ey. Das sieht echt geil aus. Ich muss ja noch zum Maskenhändler und ihm die Kohle geben, ey. Sonst schickt er die Mafia auf mich. Die Maskenmafia. Der alliierte Maskenverkäuferbund. Irgendwas. Ja, und diese vier sind echt nervig. Und machen mir no damage. Weil die einfach dumm sind. Und ich weiß, Krebsspinnen. Wer kommt auf so ein Schwachsinn? Japan! What the fuck? Ich darf nicht so Shep lenken. Ja, da oben müssen wir irgendwann hoch. Wartet. Okay, das sieht man halt noch nicht so ganz. Ich finde generell scheiße, dass die Kamera nie im Stand bleibt. Wisst ihr, was ich meine? Wenn zum Beispiel jetzt nach oben guckt, dass das dann automatisch wieder nach unten geht. Das wäre viel geiler, wenn es im Stand bleibt. Ach ja, übrigens, wo Hermann rausfindet, dass der Typ Lieder aus dem Wald mag. Ich glaube, das sagt dir ein Gorone. Ich glaube, das sagt dir der eine Gorone, der der neben der Tür steht. Ich glaube, der sagt dir das, dass der irgendwie Waldmusik mag oder so. Ich kann ihn ja mal fragen. Bin ja gerade da. Also ich musste auch immer so ein bisschen rumgucken, dann habe ich irgendwann rausgefunden, dass er diese Musik mag. Ich glaube, der da sagt dir das. Ich frage das einfach mal. Ja, reden bitte. Ich bin so hungrig, ich kann auch nichts anderes mehr denken. Suche Darunia auf, um Antwort auf deine Frage zu finden. Zurzeit ist er sehr schlecht gelaunt, dann kann er sehr abweisend sein. Doch ich weiß, wie man ihn aufheitern kann. Ja, sag. Er mag zwar nicht so aussehen, doch er liebt Musik. Wann immer er ein Lied hört, muss er tanzen. Ich kann mich erinnern, dass Doronia besonders die Musik des Waldes mochte. Das waren noch Zeiten. Die Musik weckt in mir Erinnerungen an vergangene Tage. Die Fackeln sind ein Symbol des Lebens in Goronia. Würden sie alle brennen, wäre es hier sicher wieder schöner. Ja, also von dem haben wir das jetzt erfahren, dass der Kerl Waldmusik mag. Ich habe damals immer versucht, ihn mit anderer Musik
zufrieden zu stimmen. Der hat halt gesagt, ja, geht so. Okay. Und wir spielen sie vor. Wie ging das mal? Ja, richtig. Jetzt geht, jetzt schaut euch an, wie der abgeht, ey. Der ist noch voll auf. Der ist jetzt voll drauf, ey. Ich finde es so witzig, wie der abgeht, ey. Der dance davon rum. Und sein Gesichtsausdruck. Ja, Link, der geht schon so auf Abstand. Oh! Wow! Der Swag! Nein, das Groove! Yeah, yeah, yeah! Ein heißer Beat! Groovy! Let's dance! Nein, das ist ein Let's Play! Yeah! Yow! Okay. Wow, cooler Sound. Meine schlechte Laune ist verflogen. Ich konnte mich nicht mehr halten. Ich musste einfach tanzen. Ich bin Darunia. Ich bin der Anführer der Goronen. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Wie? Du suchst den heiligen Stein des Feuers? Fragezeichen. Der heilige Stein des Feuers, auch als Goronen-Opal bekannt, ist der wertvoll, ist das wertvollste Relikt meines Volkes. Ich kann ihn dir erst geben, wenn du meinem Volk beweist, dass du seiner würdig bist. Beweise dich, indem du die Kreaturen in Dodongus Höhle vertreibst. Bestehst du diese Prüfung, ist dir der Dank meines Volkes gewiss. Der Lohn für deine Mühe soll der heilige Stein sein. Bevor du gehst, nimm dies an dich. Es ist ein Gastgeschenk der Goronen, ein Zeichen der Freundschaft. Trägst du es, kannst sogar du schwere Dinge wie Donnerblumen mit Ahil. Ah, da kriegen wir hin. Yeah! Das Goronenarmband! Nun kannst du Donnerblumen pflücken, stell dich davor und nimm sie mit A. Ja, jetzt haben wir auch hier schön rechts. Ne, links kann man sehen, dass wir hier dieses Armband haben. Ja. Echt stylisch, muss der neueste Schrei in Japan sein. Oh. Und ja. Oh, ne, warte mal, ich glaube, wir haben noch Zeit. Oder? Gute Frage eigentlich. Naja, egal. Kommen wir irgendwie hoch nochmal. So. So viele Treppen. Naja, bevor ihr hier Link noch schlapp macht. Ja, ich beende hier schon mal den Part. Ich hoffe, dieser Part hat euch wieder gefallen. Und im nächsten Part gehen wir in den Dungeon. Und wir sehen uns beim nächsten Part. Ciao, Leute!